Wer mich nicht kennen sollte, mein Name ist Alfons Russ. Ich bin Vertriebsmitarbeiter der Betriebskrankenkasse der Post. Die Frau Schul und der Göllner hat mich auch wieder eingeladen zu ihrer Veranstaltung heute. Das Wetter passt. Das Thema, was ich habe, ist ein riesen Thema. Und deshalb habe ich auch die beiden Herren mitgebracht. Das ist einmal der Herr Banschbach, einmal der Herr Gries. Die kommen von unserem neuen Kooperationspartner, dem Münchner Verein. Der Münchner Verein ist meines Erachtens wirklich, ja, ich sag nur, das möchte ich mal sagen, okay. Das ist ein sehr guter Kooperationspartner, weil es kein Versicherungsunternehmen in dem Sinne ist, sondern es ist ein Verein auf Gegenseitigkeit. Genau. Und das hat wirklich einen sozialen Touch. Die Jungs wollen natürlich auch Geld verdienen, dürfen aber nicht über die Maßen hinaus Geld verdienen. Nur zu ihrer Information. Und wir haben die letzten 2 Jahre festgestellt, wir haben eine riesen Baustelle in Deutschland und bevor da wirklich alle Dämme brechen, sollten Sie wirklich auch diese Informationen mal bekommen. Viele Leute können sich Pflegefälle heute nicht mehr erlauben. Ich gehe davon aus, der Gesetzgeber wird nicht dahingehend irgendwas ändern wollen, weil das wieder die Sozialbeiträge in die Höhe treiben würde. Also bleibt es wirklich an Ihnen, privat das Vorsorge zu treffen. Oh, kurze Rede, langer Sinn. Der Herr Banschbach möchte das mal vorstellen, wie gesagt, und er wäre auch gerne bereit, sage ich mal, Ihnen Angebote zuzuschicken. Da möge er selber was zu sagen. Jawohl. Danke. Danke, Herr Russ. Gut. Genau. Applaus. Weil im Endeffekt hat er alles gesagt, ich kann jetzt gehen. So ist nicht ganz. Mein Name ist Rolf Banschbach. Ich bin Mitarbeiter Münchner Verein Versicherungsgruppe. Es sagt dem wenigsten was. Das hängt damit zusammen, dass wir keinerlei Werbung betreiben. Das heißt, wenn wir versuchen, irgendwo Kunden zu informieren, zu versichern, dann machen wir das in der Regel über Kooperationspartner oder über Veranstaltungen wie hier heute der Nachmittag. Ich sage mal so, ich weiß nicht alles, aber ich werde mich bemühen, die Fragen zu beantworten, beziehungsweise mein Kollege, der Herr Gries, der ist dazu da, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, Fragen, irgendwas Schriftliches brauchen, mal wissen möchten, was das Ganze kostet. Und zwar, wir haben dann gesagt, um die staatlichen Systeme zu ergänzen, schaffen wir ein Produkt, was die staatlichen Systeme ergänzt. Jetzt gibt es hier einige Anbieter am Markt. Es geht auch nicht darum, jetzt eine Verkaufsveranstaltung zu machen, weil das ist Blödsinn, das sprengt den Rahmen. Das kostet ja alles ein Schweinegeld. Für manche Menschen sind 10, 20 Euro viel Geld im Monat. Für andere sind es relativ überschaubare Größenordnungen. Und glauben Sie mir, für so kleine Beträge kann man schon ordentlich was dazu tun. Also ich kann Ihnen aus dem Stegreif etwa 14 unterschiedliche Beträge nennen für Leistungserstattungen. Nur die gesetzliche Pflegeversicherung, wohlgemerkt. Ja? Und ergänzend möchte ich noch sagen, was immer sehr gut ankommt, wir haben zum Beispiel Pflegetagebücher. Wenn Sie sowas anstreben, rufen Sie mich an oder Frau Zuhl, schreibt mir eine Mail. Dann schicke ich Ihnen mal so ein Pflegetagebuch zu. Da können Sie alles drin protokollieren, was Sie von morgens aufstehen machen, mittags, ich sag mal, die Suppe oder das Mittagessen kochen, über haushälterische Tätigkeit bis hin zu baden, rasieren, Kompressionsstrümpfe anziehen. Weil das wird hinterher oftmals vergessen, dass man diese minutiösen Sachen da festhält, um eine Pflegestufe zu bekommen. Das ist wirklich sehr schwer. Das Maßgebliche für die Beurteilung, ob jetzt wirklich die meisten Pflegefälle werden abgelehnt, weil diese minutiösen Auflistungen in der Grundpflege nicht zustande kommen.